So, meine Herren und Damen, ich begrüße euch mal wieder zu einem, zu einer Art Reaction-Video. Zum einen hat sich Greenpeace zu dem aktuellen Video von Rezo geäußert. Darauf möchte ich mit euch reagieren. Jetzt, wo die Bundestagswahl bevorsteht, und ich hoffe, ihr wisst, wen ihr wählen sollt. Ich werde euch im Laufe des Videos auch noch ein paar Bilder zeigen. Aber wir schauen einfach mal rein. Hallo Rezo, ich habe dein neues Video gesehen, die Zerstörung Teil 2, Klimakatastrophe. Und ich habe da ein paar Facts, die dich sicher interessieren und die ich gerne noch ergänzen möchte. Du sprichst in deinem Video darüber, was für enge Verhältnisse und enge Verflechtungen es da gibt zwischen dem Energieriesen RWE und CDU-PolitikerInnen. Und ich finde, eine Person ist dabei viel zu gut weggekommen. Und zwar der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Denn auch der pflegt offenbar ganz, ganz gute und enge Beziehungen mit RWE. Greenpeace ist investigativ vorgegangen. Wir haben recherchiert und haben einen Antrag gestellt unter dem Umweltinformationsgesetz. Und nach vielem Nachhaken haben wir die Information bekommen, dass es vier bislang unbekannte informelle Treffen gab zwischen Armin Laschet und RWE zwischen dem Zeitraum 2019 und 2020, als das Bundeskohleausstiegsgesetz verhandelt wurde. Also da Ja, das ist schon extrem krass, das muss man nicht so offen sagen. Aber bevor ich es vergesse, bleibt auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, weil da möchte ich euch nochmal etwas verdeutlichen, was entscheidend mit Thema Klima und RWE zu tun hat. Bleibt am besten bis zum Ende dran, da werde ich euch noch ein paar Sachen sagen oder im Laufe des Videos, falls die Dame das noch ansprechen sollte, werde ich das im Laufe des Videos machen. Aber lasst ein Abo da und bewertet das Video. Es wird jetzt zur Bundestagswahl häufiger mal solche Videos geben. Jetzt ist es ja Zeit zu handeln. Aber wir schauen mal weiter. das Gesetz, das den Ausstieg Deutschlands aus der klimaschädlichen Kohle regelt. Und dass Armin Laschet sich mit RWE trifft, ist wahrscheinlich nichts Überraschendes, aber besonders brisant sind die Termine dieser Treffen. Wir haben leider keine Informationen über die genauen Gesprächsinhalte bekommen. Wir hoffen immer noch, dass wir die Protokolle endlich lesen dürfen. Aber wie gesagt, alleine die Termine sind wirklich hochinteressant. Und was nach diesem Termin in dem politischen Prozess, dem Gesetzgebungsverfahren passiert ist. Der allererste Termin dieser vier informellen Treffen war am 5. Februar. Das ist wirklich wenige Tage, nachdem die Kohlekommission ihren Abschlussbericht vorgelegt hat und damit quasi den Startschuss gesetzt hat für die Erarbeitung des Kohleausstiegsgesetzes. Der zweite Termin war am 13. Juli. Und das ist wenige Tage, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium einen Plan vorgelegt hat, wie denn jetzt genau dieses Gesetz eigentlich erarbeitet werden soll. Der dritte informelle Termin zwischen Armin Laschet und RWE war dann am 18. Oktober. Und das ist tatsächlich wiederum wenige Tage vor einem Termin am 24. Oktober, wo sich RWE mit Vertreterinnen des Bundeswirtschaftsministeriums getroffen hat, um genau diese Gesetzesentwürfe für dieses Kohleausstiegsgesetz miteinander zu besprechen und miteinander zu verhandeln. Und der vierte informelle Termin hat am 3. Dezember stattgefunden. Auch das 3 Tage vor einem Verhandlungstermin zwischen RWE und dem Bundeswirtschaftsministerium über das Kohleausstiegsgesetz. Ja, das ist schon extrem krass, wie sich das überschneidet. Übrigens, hübscher Blick. Und einen Monat nach diesem vierten informellen Treffen zwischen Laschet und RWE gab es dann eine sogenannte Bund-Länder-Einigung. Also die Bundesregierung hat sich mit den Landesregierungen über die konkreten Eckpfeiler, die konkreten Eckpunkte für das Kohleausstiegsgesetz geeinigt. Und dabei ist RWE ziemlich gut davongekommen.
denn die Laufzeiten, insbesondere für die Braunkohleblöcke von RWE, wurden im Vergleich zu dem, was die Kohlekommission ursprünglich miteinander vereinbart hatte, wesentlich länger gezogen. Das heißt, RWE durfte dann ihre Braunkohlekraftwerke viel länger laufen lassen. Und es wurde eine extrem hohe Entschädigungssumme, 4,35 Milliarden für RWE und für die LEAG bekannt gegeben. Ja, das ist schon krass. Wenn man bedenkt, dass wir das aus unserem Steuertopf bezahlen müssen, ist das holy shit. Aber für was? Ist immer noch die offene Frage. Ich habe es ja in meinem Rezo-Video schon gesagt. Ich würde halt einfach die Firmen verpflichten, das dann in erneuerbare Energien zu stecken. Aber wir wissen ja aus dem Video von Rezo, dass natürlich auch CDU, CSU, SPD-Politiker davon finanziell profitieren. Und RWE natürlich einen riesen Einfluss hat auf die Politik. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau, was Inhalt dieser Gespräche war, aber die Termine sind doch sehr brisant. Und ja, interessant ist auch eine Notiz des Bundeskanzleramtes, die ich euch jetzt kurz vorlesen möchte. In einem Vermerk des Bundeskanzleramtes vom 27. Januar 2020 steht, und ich lese euch mal vor, die Absicherung des Tagebaus Garzweiler im Rahmen der Leitentscheidung aus 2060 einschließlich der verbundenen Umsiedlungen war ein zentrales Anliegen von RWE/NRW, also Nordrhein-Westfalen, im Gegenzug zur frühzeitigen Stilllegung des Tagebaus Hambach und dem Erhalt des Hambacher Forsts. Also was steht in dieser Notiz des Bundeskanzleramts? Da steht ganz klar drin, dass es ein gemeinsames Anliegen gab vom Energieriesen RWE und der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, also Ministerpräsident Armin Laschet. Und ihr gemeinsames Anliegen war ein Deal, nämlich der Erhalt des Hambacher Forstes gegen die Zerstörung der Dörfer am Tagebau Garzweiler für die Erweiterung dieses Tagebaus. Ja, und da wollte ich eigentlich eingrätschen. So, also ein sehr bekanntes Beispiel ist ja der Ort Immerath, wo auch Garzweiler 2 liegt. Wenn ich das jetzt herkriege, dann blende ich euch das hier mal ein. Hier sieht man das. Das ist ein Ort bei Eckelenz, der mal idyllisch war, und das wird jetzt plattgewalzt. Ja, weil RWE gesagt hat, ja, es wird als notwendig angesehen, und deswegen wird Immerath und wie die anderen Orte halt alle heißen sollen, plattgewalzt. Dazu kann ich nur einen Kanal wärmstens empfehlen zu diesem Thema. Und das ist der liebe Carsten. Die Grüße gehen raus. Im Nachhinein muss ich sagen, ich werde jetzt hier einfach mal ein Video einblenden für euch hier. Von dem lieben Carsten. Wie gesagt, Grüße gehen raus. Er hat über Immerath und wie die Orte alle heißen berichtet. Kainberg und wie die Orte alle heißen, die jetzt dem Erdboden platt gewalzt werden sollen, eben für Braunkohle, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich noch erwähnt. Und da möchte ich euch mal ein bisschen ins Gewissen reden. Habt ihr wirklich Bock, dass unsere Politik so weitermacht und Orte plattwalzt nur für Braunkohle? Denkt mal drüber nach. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Gespräche, diese vier informellen Termine ansieht und diese Notiz des Bundeskanzleramts, deutet wirklich alles darauf hin, dass hier Armin Laschet und RWE gemeinsame Sache gemacht haben, um die Zerstörung der Dörfer am Tagebau Garzweiler zu besiegeln und diesen Deal Hambi gegen Dörfer im Kohleausstiegsgesetz zu verankern. Ja, da sieht man schon, dass das langsam kriminelle Machenschaften annimmt, wie unsere Politik hier reagiert. Das ist krass. Und sie haben auch wirklich ganze Arbeit geleistet, denn wie du, Rezo, ja auch in deinem Video zeigst, wurde eine sogenannte Garzweiler, eine Lex Garzweiler, eine Bestandsgarantie für diesen Tagebau im Kohleausstiegsgesetz verankert. Da steht, wie du auch in deinem Video sagst, die Behauptung drin,
dass dieser Tagebau Garzweiler und seine Erweiterung energiepolitisch und energiewirtschaftlich notwendig ist. Die Voraussetzung, um die Menschen in diesen Dörfern zu enteignen und die Voraussetzung dafür, dass dieser Tagebau weiter ausgekohlt werden darf. Also ich sehe da keine Notwendigkeit, wenn man jetzt denkt, dass wir aus Braunkohle und solchen Energieträgern aussteigen. Ich finde es krass, dass man trotzdem ganze Dörfer niederwalzen muss, damit man, RWE sieht es als notwendig an, aber Rezo hat es ja in seinem Video auch schon gesagt, dass es nicht notwendig sei und trotzdem werden Örter wie Immerath niedergewalzt. Immerath wird erst seit 2016 evakuiert, weil Garzweiler 2 schon am Ortsrand ist. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Und ich finde es traurig, dass man dafür ganze Familien, die da Generationen gewohnt haben, umsiedeln muss, weil ein Konzern nicht den Hals voll kriegt und die Politiker noch oben drauf ihren Hals nicht komplett voll bekommen. Ich finde das schon extrem krass, dass man dafür ganze Dörfer umsiedeln und niederwalzen muss, weil die Politik nichts dagegen unternimmt. Im Gegenteil. Und damit das Klima weiter angeheizt werden darf. Greenpeace hat schon viele Monate vorher eine Studie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Auftrag gegeben, bei der Professorin Claudia Kempfert. Und dieses Gutachten kommt ganz klar zu dem Ergebnis, es gibt keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit für diesen Tagebau Garzweiler 2. Ja, das hat der Rezo auch schon gesagt. Er hat ja auch Quellen niedergelegt. Das Originalvideo von Rezo verlinke ich in der Infobox, genauso wie den Kanal von dem lieben Carsten. Den verlinke ich auch in der Infobox. Weil, schaut euch die Videos einfach mal an. Er berichtet hauptsächlich nur über diese Orte, die jetzt niedergewalzt werden sollen. Eben für Braunkohle. Und man hat es ja gerade von der Dame von Greenpeace gehört. Es ist einfach nicht notwendig, aber trotzdem werden solche Orte niedergewalzt. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, weil Politiker profitieren dadurch finanziell. Wir haben es ja von Rezo schon gehört, auch in der Zerstörung der CDU. Ich werde euch auch nachher noch Bilder einblenden von Immerath. Das mache ich dann danach, also am Ende vom Video. Bleibt auf alle Fälle dran und denkt mal drüber nach, ob ihr so eine Politik in Deutschland haben wollt. Zukunftszerstörend, umweltzerstörend, kriminell schon in meinen Augen. Und wenn Deutschland es ernst meint mit der Begrenzung der Erderhitzung auf deutlich unter 2 Grad, geschweige denn 1,5 Grad, dann darf dieser Tagebau nicht erweitert werden. Dann müssen die Dörfer am Tagebau Garzweiler 2 erhalten bleiben und die Kohle unter diesen Dörfern muss im Boden bleiben. Und dann ging die Geschichte weiter. In dem Kohleausstiegsgesetz ist nun diese Garzweiler-Klausel drin. Aber auch danach gab es immer noch Spielräume, die Dörfer am Tagebau Garzweiler zu erhalten und die Erweiterung dieses Tagebaus zu verhindern. Und das, genau diese Verantwortung, lag dann wieder in den Händen von Armin Laschet. Denn nach diesem Kohleausstiegsgesetz war es nun notwendig, eine Leitentscheidung zu überarbeiten. Und in dieser Leitentscheidung wird so genau der Verlauf der Tagebaugrenzen konkret geregelt. Und wiederum hat Greenpeace ein Rechtsgutachten in diesem Fall in Auftrag gegeben, das ganz klar zu dem Schluss kommt, hier gibt es noch juristische Spielräume. Es heißt nicht, dass irgendwie diese Klausel aus dem Kohleausstiegsgesetz automatisch in der Leitentscheidung übersetzt werden muss, sondern es gibt eine rechtliche Verpflichtung, dass die Staatskanzlei, dass das Land NRW nochmal wieder überprüft, ob tatsächlich diese Zerstörung und die Umsiedlung in den Dörfern energiepolitisch notwendig ist und ob sie verhältnismäßig ist. Warum macht man es nicht? Weil wenn unsere guten Politiker davon nicht profitieren und RWE genauso nicht. Einbezug von klimawissenschaftlichen Fakten. Dass es da eine juristische Notwendigkeit gibt, stand klipp und klar in diesem Gutachten. Dieses Gutachten haben wir von Greenpeace der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen und Armin Laschet übergeben. Und es hat ihn offenbar nicht gejuckt. Er hat eine Leitentscheidung erlassen, die Erweiterung dieses Tagebau Garzweilers regelt und grünes Licht dafür gibt. Und wo wir schon bei diesen ganzen Gutachten sind,
Du, Riso, sprichst das Gutachten an, das vom Bundeswirtschaftsministerium, das von CDU-Minister Peter Altmaier geführt wird und das für den Kohleausstieg und die Energiewende zuständig ist, unter Verschluss gehalten hat. Greenpeace hat immer wieder erneut unter diesem Umweltinformationsgesetz Anträge gestellt. Wir wollten wissen, was ist aus diesem Gutachten geworden. Wir haben gesehen, dass es in Auftrag gegeben wurde, aber es wurde nie irgendwo veröffentlicht. Und dann, Monate nachdem der Kohleausstieg schon beschlossen worden war, die energiewirtschaftliche Notwendigkeit vom Tagebau Garzweiler II da fest drin verankert worden war, wurde dieses Gutachten dann veröffentlicht. Und in diesem Gutachten, ja, das das Bundeswirtschaftsministerium selber in Auftrag gegeben hat, stand ganz klar drin, es gibt keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit, diesen Tagebau Garzweiler II zu erweitern. Es gibt... Deswegen verstehe ich es auch nicht. Wenn der Staat selber so ein Gutachten in Auftrag gibt und die selber sagen, es gibt keine Notwendigkeit, Garzweiler zu erhalten, dann verstehe ich nicht, warum man es weiter betreibt. Das ist mir ein Rätsel. Man führt einen Tagebau fort, der sich wirtschaftlich gar nicht lohnt. Und dazu genommen, zahlreiche Dörfer quasi von der Erdoberfläche verschwinden. Kann mich einer aufklären? Ich kapiere es nicht. Es gibt keine Notwendigkeit, diese Dörfer zu zerstören und die Menschen dort umzusiedeln. Ein Drittel der Kohle in diesem Tagebau kann im Boden bleiben und muss im Boden bleiben, wenn wir die... Ja, natürlich muss es im Boden bleiben. Ich hätte auch, ich habe natürlich mit gefiebert, ob sie Immerath noch retten können, aber war leider zu spät. Immerath ist schon komplett niedergewalzt. Ich werde euch auch gleich noch ein Bild einblenden, aber... Schaut beim Carsten am liebsten vorbei, weil bei ihm ist das detaillierter. Er ist dann mit dem Fahrrad durch Immerath gefahren und der kann euch das eher sagen. Oder da sieht man es ja am deutlichsten, wie jetzt der Stand ist. Ich weiß, 2016 wurde umgesiedelt und ich weiß, dass jetzt zum Beispiel die Kirche in Immerath schon abgerissen wurde. Aber mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Aber ich gucke beim Carsten auch immer wieder rein, wenn was zu Immerath kommt. Und das ist schon krass, dass da ganze Familien entrissen werden, enteignet werden, eher gesagt. Sie werden quasi dazu gezwungen, ihr Haus zu verkaufen, weil RWE da baggern will. Das ist schon krass. Im Auftrag der Politik. Diese Klimakatastrophe irgendwie noch in den Griff bekommen wollen. Wir haben dann noch weiter gehakt und das ist etwas, was ich zu dir noch gerne ergänzen möchte. Es ist nicht nur so, dass ein Gutachten über ein Jahr unter Verschluss gehalten wurde, dass wirklich wichtige Informationen für die Planung des Kohleausstiegs in Deutschland und für die Zukunft den Erhalt dieser Dörfer enthält, sondern dieses Gutachten wurde auch noch nachträglich verändert. Greenpeace hat erneut einen Antrag gestellt, eine Anfrage gestellt unter dem Umweltinformationsgesetz und wir haben das Originalgutachten in die Hand bekommen. Und zwischen dem Originalgutachten, das dem Bundeswirtschaftsministerium vorgelegt wurde, und der Version, die das Umweltwirtschaftsministerium dann letztendlich unter dem Druck der Zivilgesellschaft auch veröffentlicht hat, gibt es gravierende Unterschiede. Das heißt, da wurde drin rumredigiert, da wurden wichtige Passagen einfach rausgenommen. Und eine davon ist, dass die... wie ich es ja vorher gerade sagen wollte, das nimmt schon kriminelle Züge an. Die CDU ist nicht mehr eine Partei, sondern schon, die geht schon in Richtung einer kriminellen Organisation, so wie die agieren. Ist klar, sie wollen ihre Geldquelle nicht verlieren, aber das auf Kosten der Menschen. Ja. Ich weiß, warum ich die CDU, CSU, SPD nicht wähle. Ihr wisst so oder so warum. Ich habe schon 2 Videos dazu gemacht, ein Kurzvideo, wo es um Fakten der CDU geht. Ich weiß, das Video war jetzt nicht sehr informativ, war auch sehr, sehr kurz. Ich habe ja gesagt, wenn ihr da mehr wissen wollt, mache ich da nochmal detailliertere Infos. Kann ich euch da mehr zu sagen. Aber wir schauen jetzt mal hier weiter. Ja, die Erstellerin dieser Studie, dem Bundeswirtschaftsministerium empfohlen haben, nochmal genau zu prüfen,
wie eigentlich die, ja, die wirtschaftlichen Überlebenschancen der LEAG und der MIBRAG so sind. LEAG und MIBRAG, das sind zwei große Kohlekonzerne, die die Kraftwerke und die Braunkohletagebaue in Ostdeutschland betreiben. Denn die AutorInnen dieser Studie hatten erhebliche Zweifel, wann diese Konzerne eigentlich pleite gehen werden. Sie gehen davon aus, dass diese Konzerne früher in Insolvenz gehen, bevor die gesamte Rekultivierung dieser Tagebauregion eigentlich abgeschlossen ist. Denn wenn ein Tagebau stillgelegt wird, dann folgt ja diese lange Phase der Rekultivierung, ja, wo man irgendwie die Tagebauhänge sichert, dort wieder aufforstet, vielleicht Wasser in den Tagebau lässt und einen See daraus wieder macht. Das dauert einen langen Zeitraum und das kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe der Kohlekonzerne, die mit der Kohle aus diesen Löchern wahnsinnig viel Geld gescheffelt haben, auch die Kosten der Rekultivierung zu tragen. Aber die Autorinnen dieser Studie hatten eben erheblichen Zweifel, dass die LEAG und die MIBRAG überhaupt diesen langen Zeitraum noch überleben werden. Und dann fallen diese Kosten für die Rekultivierung wieder zurück auf uns, auf die Steuerzahlerinnen. Und diese relevante Passage in der Studie hat das BMWI einfach aus der Studie rausgenommen. Als nächstes... Holy shit. Sorry. Ich habe gerade was getrunken. Also, es wird immer krimineller. Sorry. Also, dass wir sowas in Deutschland seit 3 Jahrzehnten an der Macht haben, ist... Alter. Da fehlt ja echt alles. Sorry, aber es ist so. Jetzt möchte ich auf die großen Entschädigungssumme zu sprechen kommen, diese Milliarden, die RWE und die LEAG als Entschädigung für den Kohleausstieg kassieren. Insgesamt sind das 4,35 Milliarden, da sprichst du, Rezo, ja auch in deinem Video an. Es gibt da allerdings auch einen interessanten Fakt, den ich gerne noch ergänzen möchte. Von diesen 4,35 Milliarden Euro gehen 2,6 Milliarden an RWE und 1,75 an die LEAG. Und die Frage ist, wie kommt eigentlich dieser Betrag zustande? Woher stammen diese Zahlen? Warum sollen diese Konzerne genau diese Summe an Entschädigung erhalten? Und auch da haben wir mal recherchiert, wir haben Anfragen gestellt, erneut unter dem Umweltinformationsgesetz. Und wir haben irgendwie versucht, Informationen darüber hinaus zu bekommen. Erst hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium immer, das sei das Ergebnis von intensiven Verhandlungen mit den Energiekonzernen. Ja, aber warum diese Zahl? Warum sollen genau 4,35 Milliarden an die ausgeschüttet werden? Dann die nächste Antwort, die wir bekommen haben, war, das basiert auf einer formelbasierten Entschädigungslogik. Okay. Ich verstehe es auch nicht. Formelbasierte Entschädigungslogik. Was genau ist diese Formel, mit der ihr da gerechnet habt? Und dann hat Greenpeace einen Rechtsstreit geführt gegen das Bundeswirtschaftsministerium. Und auf Druck dieses Rechtsstreits hat dann irgendwann das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, diese Formel rausgerückt. Und wir haben dann die Denkfabrik Ember damit beauftragt, doch mal diese Formel bitte nachzuprüfen und noch mal neu zu berechnen. Und Ember ist bei einer ganz anderen Zahl herausgekommen. Statt 4,35 Milliarden Euro Entschädigungen stünden eigentlich RWE und der LEAG nur 343 Millionen Euro Entschädigung zu. Wie ist also das? Also, man sieht's, der Staat wird ausgebeutet. Von der eigenen Politik. Das ist echt krass. Ja, wie kommen die Zahlen zustande? Ich gehe mal davon aus, dass der Staat einfach die Zahlen geschönt hat. Und die Zahlen verändert hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das ist doch Betrug am laufenden Band. Sorry, aber anders kann man es nicht mehr sagen. Das Wirtschaftsministerium mithilfe dieser Formel, ihrer formelbasierten Entschädigungslogik, überhaupt auf diesen riesigen Betrag, 4,35 Milliarden gekommen, wenn die Berechnungen von Ember bei 443 Millionen angekommen sind. Sie haben einfach ganz falsche Annahmen gemacht. Unter anderem haben sie den CO2-Preis viel zu niedrig. Habe ich ja gesagt, die haben die Zahlen einfach geschönt. Angelegt. Der CO2-Preis wird dann schon sehr viel höher sein. Und sie haben Fixkosten mit einberechnet, die gar nicht mehr anfallen, wenn Kraftwerke erstmal stillgelegt sind.
Das heißt, diese Formel hat nicht für eine klare Logik gesorgt, sondern hier wurden falsche Faktoren mit einberechnet und es wurde eine Entschädigungssumme festgelegt, die viel zu hoch ist und die den Konzern echt nicht zusteht. Und da möchte ich noch einen zusätzlichen Zusatz dazu machen, und zwar erneut zu dieser LEAG, zu diesem Konzern, die in den ostdeutschen Bundesländern die Braunkohletagebau und Braunkohlekraftwerke betreibt. Denn nachdem diese große Entschädigungssumme festgelegt wurde und das Kohleausstiegsgesetz beschlossen war, sind Informationen ans Licht gekommen, dass diese LEAG ursprünglich gar nicht geplant hatte, ihre Braunkohlekraftwerke länger zu betreiben, als sie jetzt nach dem Kohleausstiegsgesetz noch dürfen. Das heißt, die LEAG bekommt eine Entschädigung für etwas, was sie eigentlich gar nicht vorhatte zu tun. Die hatten sowieso vor, ihre Kohlekraftwerke genau zu diesem Termin vom Netz zu nehmen. Also wieso bekommt die LEAG überhaupt eine Entschädigung? Kommen wir vom Klimazerstörer Kohle zur Zukunft der Energieversorgung, den erneuerbaren Energien. Du, Rezo, zeigst in deinem Video genau diese riesige Lücke zwischen dem, was eigentlich ausgebaut werden müsste, und dem, wie der Ausbau in Deutschland tatsächlich vorangeht. Es klafft eine riesige Lücke zwischen Wind- und Solarenergie, die wir brauchen, um die Energiewende voranzutreiben, und dem, was tatsächlich an Windrädern und Solarpaneelen in Betrieb genommen wird. Und das ist kein Zufall. Das liegt an der Energiepolitik der Großen Koalition, allen voran von CDU und CSU. Denn die hat in den vergangenen Jahren ganz systematisch den Ausbau der erneuerbaren Energien ausgebremst. Als zum Beispiel 2011 das Erneuerbare Energiengesetz überarbeitet wurde, wurde da ein sogenannter Solardeckel eingeführt, also eine Obergrenze für den Ausbau von Solarenergie. Das Ergebnis war, dass kaum neue Solaranlagen in Deutschland installiert wurden und es einen riesigen Einbruch gab in der Solarbranche. Die stellen exakt das ein, das, was wir eigentlich brauchen, und fördern das, was wir unbedingt sein lassen müssen, damit quasi die Welt nicht untergeht. Damit wir unsere eigene Welt nicht zerstören. Also, es wird immer krimineller. Sorry, aber kann man nicht anders da betonen. Es ist leider die Wahrheit. Zum Glück hat unter dem Druck von Umweltverbänden und der Klimabewegung 2020 der Wirtschaftsminister Peter Altmaier eingelenkt und hat diesen Solardeckel abgeschafft. Aber nichtsdestotrotz hat er jahrelang den Ausbau von Solarkraft in Deutschland behindert. Und auch der Ausbau der Windkraft in Deutschland stockt massiv. Und das wird unter anderem erschwert durch unsinnige Abstandsregelungen, beispielsweise in Bayern und in Nordrhein-Westfalen. Beides Bundesländer, die von Unionsministerpräsidenten geführt werden. In Bayern beispielsweise gilt die sogenannte 10H-Regel. Das heißt, dass zwischen einer Ansammlung von Häusern und einem Windrad, 10-mal die Höhe dieses Windrades als Abstand eingehalten werden muss. Diese 10H-Regelung ist der Grund, warum in Bayern der Ausbau der Windenergie kaum mehr vorankommt und die Energiewende in ganz Deutschland ausgebremst wird. Und Armin Laschet, wie gesagt, der Unionskanzlerkandidat, hat erst vor wenigen Wochen eine genau solche Abstandsregelung in seinem Bundesland in Nordrhein-Westfalen eingeführt. Er hat eine Abstandsregelung von 1000 Metern eingeführt. Also 1000 Meter müssen ab jetzt eingehalten werden zwischen einer Ansammlung von Häusern. Das sind oft nicht mal genug Häuser, dass man von einem Dorf sprechen könnte. Und ein Windrad. 1000. Das ist Irrsinn. Und Armin Laschet so oder so. 1000 Meter. Der Tagebau Garzweiler ist an das Dorf Keinberg schon viel, viel näher rangebaggert als 1000 Meter. Aber das nur so am Rande. Diese Abstandsregelung für die Windenergie bringt den Ausbau der Windenergie in NRW quasi zum Erliegen. Das heißt, hier sind Unionspolitiker am Werk, die ganz aktiv die Energiewende, den Ausbau von Windkraft blockieren. Und ganz oft wird dieses Argument angeführt, ja, es gäbe ja ganz viele Rechtsverfahren gegen Windkraft und deswegen stockt das so. Ja, das ist teilweise wahr. Es gibt viele Klageverfahren von BürgerInnen vor Ort, auch von Umwelt- und Naturschutzverbänden gegen Windkraftanlagen, weil sie Sorgen haben um die unmittelbaren Auswirkungen oder Sorgen haben um bedrohte Arten. Und das ist in Demokratien unglaublich wichtig, dass wir auch vor Gerichte ziehen und solche Dinge überprüfen lassen. Aber
Es gibt auch Vereine, Interessensorganisationen, die ganz, ganz eng verbandelt sind mit der Anti-Windkraft-Lobby und mit fossilen Konzernen. Und eine von diesen Vereinen, das ist die sogenannte Bundesinitiative Vernunftkraft. Ein Verein, der wahnsinnig viel Lobbyarbeit macht gegen... Wie heißt der Verband? Organisationen, die ganz, ganz eng verbandelt sind mit der Anti-Windkraft-Lobby und mit fossilen Konzernen. Und eine von diesen Vereinen, das ist die sogenannte Bundesinitiative Vernunftkraft. Vernunft. Ja, dann soll sie mal vernünftig sein und erneuerbare Energien zulassen und nicht so einen Scheiß. Ein Verein, der wahnsinnig viel Lobbyarbeit macht gegen den Ausbau der Windenergie, der ganz viel, ja, versucht quasi Bürgerinitiativen zu beraten, sie in Klageverfahren zu beraten, also der sehr stark Einfluss nimmt auf diese Klageverfahren und auch auf politische Entscheidungsfindung, auf politische Gesetzgebungsprozesse. Und warum ist das so brisant? Einer der Gründer und der erste Vorsitzende dieses Vereins Vernunftkraft ist Nikolai Ziegler. Und Nikolai Ziegler arbeitet im Bundeswirtschaftsministerium. Ja, ja, das war klar, dass es da irgendeinen Zusammenhang geben muss. Das, ehrlich gesagt, mich verwundert sonst gar nicht mehr. Irgendwie muss da ja eine Verbindung bestehen. Ja, er arbeitet dort in der Abteilung für Digitalisierung und Innovationspolitik, aber er hat zeitweise den persönlichen Referenten des Staatssekretärs Thomas Barreis von der CDU vertreten, der wiederum als Staatssekretär für Strom und Netze zuständig ist. Das heißt, der Vorsitzende eines Lobbyverbandes, eines Vereines, der sich gegen den Ausbau der Windkraft engagiert, war streckenweise der persönliche Referent des Staatssekretärs, der genau für diese Fragen zuständig ist. Der Wahnsinn. Und Thomas Barreis hat sich mit Nikolai Ziegler auch getroffen, in dessen Funktion als Repräsentant von Vernunftkraft. Und dass dieser Nikolai Ziegler offenbar seine privaten Tätigkeiten und seine beruflichen Tätigkeiten nicht klar voneinander trennt, hat auch gezeigt, eine Recherche wiederum von Greenpeace, auf der alle diese Fakten hier basieren, dass er von seinem Computer im Bundeswirtschaftsministerium Lobbypapiere verfasst hat gegen das Erneuerbare Energiengesetz, gegen die Überarbeitung des Erneuerbaren Energiegesetzes. Also ganz klar trennt er da nicht seine privaten Anliegen und die Anliegen, die er hat, die er dort vertritt als Mitarbeiter des Bundeswirtschaftsministeriums. Also, ja, es war irgendwie klar, dass da irgendwie ein Zusammenhang zwischen Staat und irgendwelchen Lobbys bestehen muss. Ist ja in Amerika, glaube ich, ähnlich, dass viele, die der Waffenlobby angehören, auch in der Politik sitzen. Es erstaunt mich jetzt nicht, aber dass das gleich ja so ist. Alter. Und dass es da so enge Überschneidungen gibt zwischen einem Interessensverband, der die Windenergie ausbremsen will, der sich für die Interessen fossiler Konzerne einsetzt, und dem Bundeswirtschaftsministerium, das dann eben eine Politik macht, die dazu führt, dass die Windenergie ausgebremst wird, das finde ich absolut fragwürdig, und das wirft doch wirklich irre viele Fragen auf, was die Unabhängigkeit dieses Ministeriums angeht. Ja, das stimmt. Aber das gehört eigentlich auch verboten, meiner Meinung nach. Aber, tja. Und wo wir gerade beim Bundeswirtschaftsministerium sind, ich habe da noch einen weiteren Funfact für dich, Rezo. Jetzt geht es um ein weiteres Gutachten, dieses Mal zur Infraschallbelastung von Windkraftanlagen. Vor 16 Jahren hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, das ist eine Fachbehörde, die dem Bundeswirtschaftsministerium zuarbeitet, eine Studie veröffentlicht, wo es genau um diese Infraschallbelastung durch Windkraftanlagen geht. Und auf diese Studie haben sich die vergangenen 16 Jahre WindkraftgegnerInnen immer wieder bezogen, um ihre Behauptungen zu unterstreichen, es gebe da so eine große Infraschallbelastung. Toll, die Studie, die ist 16 Jahre alt. Sagen wir 2021, dann ist die von 2005. Dann muss ich es halt mal erneuern. Also,
Ja, aber dann wäre ja ein Argument da, dass man umsteigen könnte auf Windkraft. Also, ich verstehe es nicht. Aufgrund dieser Windräder. Und jetzt, 16 Jahre später, ist rausgekommen, dass sich die Fachanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe leider verrechnet hat. Sie hat den Schalldruckpegel. Da fällt einem nichts mehr ein, dass sich ein Institut 16 Jahre lang verrechnet. Da fällt einem nichts mehr ein. Die Menschheit ist so bescheuert. Vor allem die Politik. Von Infraschall von Windkraftanlagen mit 36 Dezibel angegeben in der Studie und hat sich dabei um den Faktor 4000 verrechnet. Das heißt, sie hat diese Infraschallbelastung um den Faktor 4000 Mal höher angegeben, als er tatsächlich ist. Das heißt, die Infraschallbelastung durch Windkraftanlagen ist sehr, sehr viel weniger schrecklich und als das in dieser Studie angegeben wurde, auf die sich dort immer wieder berufen wurde. Wie konnte das eigentlich im Bundeswirtschaftsministerium 16 Jahre lang niemandem auffallen, dass diese viel zitierte Studie einen ganz gravierenden Rechenfehler hat? So, jetzt bin ich auch langsam am Ende meines Videos. Und als allerletztes möchte ich noch auf den Punkt zu sprechen kommen, mit dem auch du, Rezo, dein Video endest. Dass es bei dieser Bundestagswahl ganz besonders auf die älteren Generationen ankommt. Mehr als 60% der Wahlberechtigten in der Bundesrepublik Deutschland sind über 50. Das heißt, ihre Stimmen, ihr Wahlverhalten hat einen ganz unmittelbaren Einfluss darauf, wie die nächste Bundesregierung aussieht und auch darauf, wie ernst diese nächste Bundesregierung den Klimaschutz nimmt. Deswegen mein Appell an alle, die der jüngeren Generation sich zugehörig fühlen: Sprecht mit euren Eltern und mit euren Großeltern über diese Wahl. Es ist ganz besonders wichtig, gerade die Generation Ü50 für den Klimaschutz zu sensibilisieren. Und Studien zeigen immer wieder, dass das viel besser mit Emotionen statt Fakten geht. Und ein gutes Gespräch kann ganz viel verändern. Und deswegen haben wir von Greenpeace für diese Zeit vor der Bundestagswahl ein Kartenspiel entwickelt. Und zwar ein sogenanntes Vote for Me Kartenspiel. Dieses Kartenspiel stellt ganz, ganz viele Fragen. Und es hilft euch dabei, ein Gespräch zu führen mit euren Eltern, mit euren Großeltern, Tanten und Onkels. Da steht zum Beispiel die Frage: Was war dir wichtig, als du in meinem Alter warst? Oder da steht die Frage: Was stört dich an der Welt, so wie sie jetzt ist? Dieses Kartenspiel soll euch dabei helfen, ins Gespräch zu kommen über die Zukunft, über den Klimaschutz und über die anstehende Bundestagswahl. Ihr könnt dieses Kartenspiel kostenlos bei Greenpeace bestellen auf der Webseite voteforme.net und auf dieser Webseite könnt ihr es auch online spielen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Bei dieser Bundestagswahl geht es wie nie zuvor um den Schutz des Klimas. Bei dieser Wahl entscheidet sich, ob Deutschland noch seinen Beitrag leistet, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Diese Bundestagswahl entscheidet darüber, ob wir das 1,5 Grad Limit noch einhalten oder ob die Klimakatastrophe vollends eskaliert. Deswegen geht wählen, gebt eure Stimme ab für den Klimaschutz. Und an dich, Rezo, ich bin mega gespannt auf dein nächstes Video. Ja, ich glaube, das sind wir alle. Ich verlinke das Video auf alle Fälle in der Infobox. Ich bin gespannt, ob das Rezo mal sieht oder darauf reagiert. Bin ich gespannt. Aber um euch das Thema Abriss von Dörfern zu verdeutlichen, werde ich euch jetzt mal hier einen Artikel einblenden mit Bildern oder mit einem entscheidenden Bild. Habt ihr irgendwann Bock, dass so euer Ort aussieht? Und zum anderen, dass Polizisten gegen euch vorgehen, auf eurem eigenen Grund?
Das ist Lützerath. Ein Ort, bei dem die Abrissarbeiten schon angefangen haben, nur für Garzweiler 2, für den Tagebau. Hier oben steht's. Und ich möchte euch bitten, denkt an dieses Bild. Beziehungsweise denkt an das. Beziehungsweise an das. Dass es sowas gibt für Braunkohle. Eine denkmalgeschützte Kirche wird abgerissen, nur für Braunkohle, für RWE und die scheiß Politiker. Lasst diese Bilder mal auf euch wirken. Und das nur für Braunkohle, das ist immer Rat. Und deshalb möchte ich euch bitten, wollt ihr, dass sowas irgendwann euch trifft? Ihr habt es ja gerade von Greenpeace gehört. Es kann nicht angehen, dass eine Politik, die kriminelle Arbeiten verrichtet, so reagiert und ganze Dörfer niederwalzt. Ihr habt es ja gesehen. Und das geht gar nicht. Also CDU nicht wählen. Ich kann mich nur wiederholen. Die CDU muss definitiv weg. Die darf die Macht nicht länger behalten. Also wählt die CDU ab. Die CSU ab und auch die SPD. Ich bitte euch, ich gehe auch zum Wählen, aber wer bei mir auf der Wahlliste steht, das werde ich euch dann später mal verraten, nach der Wahl oder an der Wahl, weil da kommt ja auch noch ein Video. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich lasse euch diese Bilder machen. Ganz, ganz kurz wirken. Ja. Und ehe ich es vergesse, schaut beim lieben Carsten vorbei. Nochmal Grüße gehen raus. Seine Videos verlinke ich in der Infobox. Da geht es um das Thema Immerath, Orte alle heißen, wo er ja gefilmt hat. Kainberg und wie die alle heißen. Oder Kainberg. Packe ich alles in die Infobox. Schaut bei ihm vorbei. Lasst Like und Abo da. Wir sehen uns dann in einem meiner Let's Play Videos. Lasst auch bei uns gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Einen schönen Abend oder schönen Tag. Haut rein. Euer Kainberg.